zwar kommen wir jetzt in die Kategorie Award Lebenswerk. Denn wir haben einen besonderen Gast für die Laudatio. Genau. Es ist eine Dame, eine Künstlerin, eine Sängerin, die wir alle kennen, und sie wird jetzt die Worte zum Lebenswerk sprechen, meine Damen und Herren. Cindy Berger. Begrüßen Sie aus Laudatorin Cindy Berger. Genau. Das machst du so charmant. So, meine Damen und Herren, nochmal einen herzlichen Willkommensapplaus für Cindy Berger. Wir alle kennen Sie natürlich unter anderem auch das. Schön, gut. So, und nun gehört das Mikrofon ganz einfach Ihnen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie natürlich auch alle ganz herzlich, und ich bin ganz, ganz stolz, dass gerade ich ausgewählt wurde, diese Laudatio heute zu halten, nämlich für einen Mann, der aufgrund seiner unendlichen, würde ich sagen, und deswegen wird das auch jetzt ein bisschen länger werden, seiner unendlichen Talente und Qualitäten. Ja, Sie werden alle wissen, um wen es geht, nämlich um Dieter Thomas Heck. Ja, aber ich muss sagen, mit ebenso großer Hochachtung möchte ich auch dann gleich sein zweites Ich nennen, denn seit 36 Jahren ist sie seine Ehefrau, ist an seiner Seite. Ranghild Heck, die immer von allen ein ganz einfach Hildchen genannt wird. Hallo Hildchen. Jetzt wird das Mikrofon gerade für mich ein bisschen höher gestellt. Ich bin auch ein bisschen größer geraten als normal. Ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung, und gäbe es Bernd noch, dann wäre er prädestiniert, diese Laudatio zu halten, denn euch beide, lieber Dieter, hat ja eine echte Männerfreundschaft verbunden. Ich nenne es, würde es so mal sagen, ihr habt zusammen sehr viel gelacht, ihr habt zusammen aber auch geweint. Und das Leben ist kein Ponyhof, mehr sage ich dazu nicht. Jetzt komme ich auf dein Leben, nämlich zu sprechen, auf dein Lebenswerk. Und du warst und bist ein so wahnsinnig fleißiger Mensch, hast über 5 Jahrzehnte, das muss man sich mal vorstellen, über 5 Jahrzehnte dauerhaft im Fernsehen und im Funk gearbeitet. Also 5 Jahrzehnte präsent, das ist schon was ganz Besonderes. Richtig. Das schafft sich hier keiner. Und wie kommen wir hier noch zurecht? Es hat alles geklappt heute Abend. Jetzt. Irgendwie ist das mit dem Ständer nicht ganz in Ordnung. Ja, ich glaube, jetzt klappt es besser. So, aber jetzt komme ich wieder zu Dieter. Ist ganz. Nicht so laut lachen, bitte, meine Damen. Contenance, würde ich mal sagen. Richtig. Ja, also deine Showkarriere, lieber Dieter, die begann aber nicht als Disc-Jockey. Nein, sie begann als Sänger. Du warst sozusagen ein Casting-Star. Wurdest am 28. Januar 1959 bei Peter Frankenfeld in der Sendung Toi 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 entdeckt. Und das war eine Show, die so vergleichbar ist heute mit DSDS, aber natürlich mit viel mehr Niveau. So, jetzt ist wieder Ruhe. Auf jeden Fall die Warmherzigkeit für Mensch und für Tier ist wirklich beeindruckend. Und die zahlreichen Auszeichnungen, ich habe ja mal nachgelesen, die werde ich jetzt gar nicht nennen, die sind aber alle auf jeden Fall mehr als verdient. So, und jetzt
Ja, jetzt muss ich noch die Produktionen eurer eigenen Firma nennen. Nein. Doch, das war die Deutsche Schlagerparade, die Schlagerparade der Volksmusik, die Goldene Stimmgabe und die deutschen Schlagerfestspiele. Das ist schnell gesagt, war aber ganz viel. Und dabei hast du das Medium Rundfunk auch nie vernachlässigt. Du warst auf allen Bällen präsent und auch das Schauspiel, als Schauspieler. Hat man dich auch sehr öfter gesehen, als Sänger und als Autor hast du dir Namen gemacht. Also es ist unheimlich viel, das alles so zusammenzukriegen in dieser kurzen Zeit. Das müssen Sie schon sagen, das habe ich doch schon ganz gut gemacht. Ja, das wär's. Ja, ganz schön. Danke schön. Joshua, warte noch mal bitte. Danke. Das war eine große Ehre. Vielen, vielen Dank. Für all das, was Sie uns gebracht haben, nach Hause gebracht haben, für all das, was Sie für die Branche getan haben. Ich habe. Das darf ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Ich habe damals natürlich als Kind auch immer die Hitparade gesehen und habe dann in Braunschweig, wir haben uns gestern kurz darüber unterhalten, gab es Melodien für Millionen und ich durfte als DJ die Aftershow-Party machen und Dieter Thomas Heck hat mein Mikrofon gehalten. Und in der Braunschweiger Zeitung war ein... Wie war ich? Perfekt. Und in der Braunschweiger Zeitung war ein Foto auf der Titelseite, Sie, mein Mikrofon und mein Firmenschild. Ich war so stolz und ich möchte es einmal in meinem Leben sagen, wenn ihr neben mir steht. Bitte, bitte. Rainer, Band ab! Rainer, das ist die Melodie. Und das war Hammer, das war er auch gar nicht. Wo ist denn jetzt der Uli Potowski? Und wo ist der Peter Ilmann? Ja, hier steht ich kann ja keine Ansage machen. Die könnt ja nur ihr beiden machen. Also ich müsste jetzt sagen, wenn Sie ein bisschen zur Seite gehen, dann sehen wir in der ersten Reihe auch noch. So, meine Damen und Herren, das war eine Veranstaltung vom BVD. Erinnert mich immer an Berlin. BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, aber es ist BVD, Bundesverband Deutscher Disc-Jockeys. Ich weiß das, entschuldige mal, guck mich nicht so von der Seite an, aber es war eine Veranstaltung mit vielen Kolleginnen und Kollegen und durch das Programm führten Peter Ilmann und Ole Potowski in alphabetischer Reihenfolge. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, einen guten Heimweg und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Servus, ciao, guten Abend und tschüss. Der Ehrenamor für sein Lebenswerk für Dieter Thomas Heck. Cindy, kommt die Frau mal an Sinn. Das war so toll. Du hast so viel erzählt, dass ich überlegt habe, stimmt das alles? Es stimmte fast alles. Bis auf die Tatsache, was im Internet stand, die Sportschau, und das weiß Uli Potowski. Der weiß das genau, die war am 1. April. Ich habe damals noch gesagt, da gab es einen Redakteur, Uli Wolters, den kennst du auch noch. Und ich hatte in Berlin aus Spaß an der Freude eine Veranstaltung gemacht, Sportschau, in einem kleinen Studio auf dem Messegelände. Und er sagte, Dieter, das hast du so toll gemacht. Da habe ich gesagt, weißt du, ich mache das ja nicht nur aus Spaß. Ich würde so gerne mal als Hitparaden einigen, in Anführungszeichen, so gerne mal das Sportstudio machen. Hat er gesagt, Dieter, das verspreche ich dir. Ich verspreche dir. Und dann rief er an und sagte, kannst du am 12. Januar nächsten Jahres? Ich sage, Moment. Ich hätte gar nicht gucken müssen. Ich sage, ja, da kann ich. Ich hätte immer ja gesagt. Kannst du am 15. leider klappt das nicht, da muss der Dieter Türk noch eine Sendung machen. Kannst du zufällig auch am 16. Februar?
Da habe ich gesagt, ja, kann ich auch. Und dann kam er auf den 1. April, ich werde das nie vergessen. Da habe ich gesagt, Kinder, seid ihr Rückversicherer. Das war ein Mann, den ich ungeheuer geschätzt habe. Nämlich Herr Friedrichs, Hajo. Hajo hatte gesagt, Kinder, also bei aller Liebe, das ist ein Mann, den vergleiche ich mit Udo Jürgens und Sidney und Bernd und Roy Blech, aber doch nicht mit Fußball. Bei aller Liebe, nein. Und wenn du es zugesagt hast, Uli, dann mach es am 1. April, dann ist eine Entschuldigung gewesen. Aber es war keine. Ich habe noch nie für eine Sendung so geackert wie für die. Die kam so im letzten Augenblick, Dieter, der Beitrag ist nicht da. Kannst du ganz schnell Volleyball anmoderieren? Keine Ahnung von Volleyball. Was ist Volleyball? Was muss man da sagen? Keine Ahnung. Also anmoderiert, mit Fehlern sicherlich, weiß ich nicht, aber die waren nicht auffällig. Jedenfalls für keinen Zuschauer. Dann kamen die mit allen möglichen Geschichten. Aber ich habe das über die Bühne gebracht. Und es hat einen ungeheuren Spaß gemacht. Die Geschichte ist auch gleich zu Ende. Ich habe bei dir jetzt gelernt, weißt du? Ich habe, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe... Ja, ich bin gleich fertig. Die nächste Sendung wartet. Wir überziehen circa... Uli, du bist erfahren, Peter, du auch. 3 Minuten. Oh ja, also wenn das Gottschalk wäre, wären es 1,5 Stunden. Die haben wir noch nicht. Also ich kann nur sagen, es war eine tolle Sendung. Hinterher kam Uli Wolters und sagte, Dieter, alle 4 Wochen machen wir eine Sendung. Aber ich sagte, Uli, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich will so Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr. Das wäre toll. Dieter, jeden Monat eine. Ich habe nie wieder einen Brief vom ZDF bekommen in der Angelegenheit. Sonst habe ich viel Post gekriegt, über die ich mich immer sehr gefreut habe. Meine Damen und Herren, es war ein schöner Abend. Danke, Servus und Ciao. Ganz am Ende. Wir müssen noch den besten DJ auszahlen. Ja. Uli, da muss ich, warte, sorry, da muss ich ganz kurz, das wisst ihr nicht, das weiß nur ich. Aha. Ich darf jetzt, also für das Lebenswerk, heißt natürlich um Gottes Willen nicht aufhören, sondern Bühnen meiden, sondern weitermachen. Das ist so verstanden, auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, dann möchte ich noch gratulieren, liebe Frau Heck und lieber Heck, denn die beiden haben heute, und darum bin ich ganz besonders stolz, dass ihr heute hier seid, sie haben heute Hochzeitstag. Ja. Jede Woche, jeder Monat, jede Stunde. Ich danke dir für alles. Da kommt jeder Satz wie ein Nummer 1 hin. Und dann haben wir noch, meine Damen und Herren, wir sind ja nur der Berufsverband Discjockey, aber es gibt 2 Herren, die sind von der Sony Music. Und mit Sony Music, Herr Heck, da haben Sie sehr, sehr viel zu tun. Und darum darf ich bitte mal, ich habe Sie vorhin schon erwähnt, Clemens Fiedler und Christian Stronzek auf die Bühne bitten. Dankeschön. Mein lieber Dieter. Mein lieber Clemens. Es ist mir eine ganz große Ehre, heute im Namen von Sony dir eine klitzekleine Überraschung überreichen zu dürfen. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, ne? Ein paar Jahre sind es. Ja, ein paar Jahre ist in dieser Branche schon sehr viel. Aber es waren für mich sehr schöne und sehr intensive Jahre. Und ich erinnere mich zurück, du hattest mir mal vor einem Jahr einen Satz gesagt. Clemens, warum haben wir uns nicht früher kennengelernt? Erinnerst du dich noch daran? Und das hat mich ein wenig mit Stolz erfüllt, denn das war eine unheimlich erfolgreiche Zusammenarbeit, eine kurze, aber wir haben so viele tolle gemeinsame Projekte gemacht und sie waren nicht nur erfolgreich, sie waren von Kreativität, von Partnerschaftlichkeit
gekürt und ich würde am Ende sogar sagen, von Freundschaft. Ja. Und du erinnerst dich vielleicht, vor 4, 5 Jahren haben wir das erste Mal Gold verliehen für die Serie Hautnah, eine Hörbuchserie, wo du von den bekanntesten deutschen Schlagerstars deren Leben erzählt hast, gepaart mit einer Compilation, sehr erfolgreich, über 150.000 Units. Und dann kam es zu einem ganz denkwürdigen Moment, nämlich vor 4 Jahren besuchte ich dich mit einer kleinen Abordnung und Christian ist hier und André Prager hat dich in Lauf und dann haben wir ein schönes Kreativmeeting gehabt und haben gesagt, lass uns doch mal überlegen, was wir zu 40 Jahre Hitparade machen können. Und daraus ist die erfolgreichste Schlageraktion dieses Jahrzehnts geworden und ich muss einfach sagen, es ist diesen Erfolg jetzt nie wieder gegeben. Wir haben über 500.000 Tonträger seitdem verkauft. Wir waren über 8 Wochen in einzelnen Charts, in den DVD-Charts und das mit einer Katalogaktion. Lieber Dieter, also sowas wird es nie wieder geben und ich bin total stolz, dir jetzt dafür einen 5-fach Gold Award zu überreichen für die erfolgreichste deutsche Schlageraktion 40 Jahre Hitparade. Wir schicken dir den Award auch aus Spanien. Also das ist zu viel des Guten jetzt. Es ist toll. Ich bedanke mich nochmals. Ganz herzlich. Ja, das ist so das Gefühl, dass, ja, dass ein HSV-Mittelstürmer haben muss, der gerade 3 Tore geschossen hat. Habe ich auch gerade gedacht. Genau das habe ich gedacht. 5 sogar. 5? Ja, das schafft man ja nicht. Wir haben doch gegen Reuter führt. 1-0. Gewonnen, das war das Wichtigste. Gewonnen, das war das Wichtigste, ja. So, jetzt bin ich heiser. Das war jetzt zu viel des Jubels. Wir feiern jetzt an der Bar gleich. Komm. Wir feiern an der Bar weiter. Genau, da geht's gleich weiter. Und wir sagen nochmal, schön, dass er hier war bei 30 Jahre BVD. Dieter Thomas Heck, Dankeschön. Gibt es hier eine öffentliche Wahl und dann gibt es nochmal eine interne Wahl. Und das war die öffentliche jetzt. Die öffentliche Wahl hat gewonnen. Dieter hat gewonnen. So, und der DJ Antoine kann leider auch nicht hier sein, aber wir haben eine Videobotschaft von ihm und die wollen wir ganz schnell einspielen. Der beste DJ grüßt auf diese Weise euch und sie. DJ Antoine, bester DJ. Happy Birthday, 30 Jahre Berufsverband der DJs in Deutschland, der Disc Jockeys in Germany. DJ Antoine, das bin ich. Leider kann ich hier nicht hier sein, weil ich jetzt gleich auf den Flieger gehe, nämlich nach Dubai in die Ferien. Also, ihr versteht mich wahrscheinlich, ich war auch mal Ferien. Aber ich vermisse euch und ich danke euch ganz herzlich, vor allem euch DJs, die an mich glauben, meine Musik spielen, Mushroom, Welcome to Saint-Tropez und Broadway, was auch immer. Ich bin stolz auf euch, denn ohne euch wäre ich nicht hier. Danke euch, ich liebe euch. DJ Antoine. DJ Antoine, der Gewinner. Viel Spaß in Dubai, wir werden den Preis dahin schicken. Wie gesagt, wir haben noch einen Gewinner, denn das ist sozusagen das öffentliche Voting gewesen. Dann gibt es aber noch das BVD-Mitglieder-Voting und da gab es einen anderen Favoriten. Genau, und das ist der allerletzte Sieger des heutigen Abends und der wird auch gleich hier auf der Bühne nochmal performen. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Das interne Voting zum besten DJ hat nämlich gewonnen. Rosco! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, euch zwei. Herzlichen Glückwunsch, Orpsro. Wir zwei haben uns gerade hier kurz von der Show so ein bisschen kennengelernt und ich fand das so faszinierend, wie selbstverständlich er mit dieser Branche umgegangen ist, weil er hat mir nämlich erzählt, er hat erstmal auch was ganz anderes gemacht, nämlich?
Buddy habe ich Glaswasserinstallateur gemacht. Guck mal, die ganze Branche ist hier. Aus euch kann was werden. Und die Heizung jetzt immer, wenn keiner mehr da ist. Ein Sternhotel. So, und wie ging es weiter? Ja, dann habe ich mir gesagt, okay, es will keiner mehr, dass ich ein Rohr verlege. Also habe ich gesagt, ich mache ein Studium, habe ich als Wirtschaftsingenieur angefangen, habe Wirtschaftsingenieur studiert, abgeschlossen und dann Maschinenbau studiert, auch abgeschlossen. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich Musik. Und wie ihr sie macht, das wisst ihr, denn ihr habt ja nicht umsonst gewählt. Und Jasmin, ihr arbeitet zusammen, wie ist das zusammengekommen? Kanntet ihr euch schon vorher? Wir haben einen bekannten Sänger zusammengekommen aus Leipzig und der hat uns so ein bisschen zusammengebracht und seitdem arbeiten wir zusammen. Das macht riesig Spaß. Das glaube ich, und wir werden auch sehen, wie viel Spaß das macht. Die Anlage steht schon da. Ja. Genau. Also ich habe das bei den Proben schon mit viel Begeisterung gesehen. Ja. Es gibt erstmal ein Medley und darauf eine Welturaufführung. Genau, von der neuen Single Frei sein und ja. Also die sagen wir gleich nochmal separat. Ja, du sagst was. Jetzt kommt aber erstmal das Medley. Viele bekannte Titel. Ich möchte mich noch bedanken, das ist ganz wichtig, weil Sommer DJ und Musik, das ist die eine Seite, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig. Vielen Dank an die DJs, die DJs unterstützen, indem sie die Musik spielen. Und auch noch ganz wichtig, vielen Dank, ich verbeuge mich mal. Es liegt mir sehr am Herzen, noch eine Person zu erwähnen. Ich nehme das Ding mal in die Hand. Es geht Moderatoren hier. Okay, eine Person zu erwähnen. Der ich auch sehr verbunden bin, die Formel mir beigebracht hat, Künstleraufbau ist wichtig. Und von daher möchte ich mich recht herzlich bedanken bei der Firma World Konzert, ganz speziell bei Olaf Höppner. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sie waren ein vorbildliches Publikum. Ja, wunderbar. Und jetzt übergeben wir natürlich noch einmal zum Ende dieser Gala. An unseren Gastgeber. Dirk, da steht er. Bitte. Dankeschön. Ein Riesenapplaus und Dankeschön an Uli Potowski und Peter Ehmann. Dankeschön. Danke, dass ihr das hier gerockt habt. Dann möchte ich vielleicht auch noch Gäste, die im Saal sind, Paul Janke, Dankeschön, dass du bei uns bist. Don Francis ist heute Abend da und ein junger Mann, der extra heute aus Mallorca eingeflogen ist und der da die Ansage gemacht, Raja Dalimonte, herzlich willkommen auch bei uns hier beim Ölhaus. Morgen Abend ist er wieder auf Mallorca, heute Abend hier bei uns. Dankeschön, dass ihr hier die Zeit mit uns ausgehalten habt. Dankeschön, dass ihr heute hier wart. Jetzt geht's weiter, wenn ihr rausgeht, rechts zu Bariamo. Vergesst nicht die CD von der Sony, 30 Jahre BVD, die 2000er. Ich sage Dankeschön an alle Geehrten, dass ihr die Zeit habt, hattet heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank, wünsche uns noch einen schönen Abend und sage, tja, auf die nächsten 30 Jahre oder 20 plus 11, ab ins 31. Jahr. Dankeschön! Ja. Wir hatten heute sehr viel netten weiblichen Besuch. Das ist völlig richtig und da darf ich mal Miss Germany zu mir nach vorne bitten. Und einen riesen Applaus auch für Isabel Gül. Isabel, Dankeschön. Der ist für dich. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir eine junge Dame, die hinter der Bühne gewirbelt hat, dass alles hier absolut vernünftig gelaufen ist. Und das ist unsere Ann-Christine. Ann-Christine, komm mal bitte kurz vor die Bühne. Denn Ann-Christ hat hinter der Bühne für Wirbel gesorgt, damit hier vorne alles perfekt läuft. Ein Riesenapplaus, Dankeschön für Ann-Christ. So, dann haben wir hier ganz viele Mädels, die stehen erst mal mit den Blumenstraußen bereit hier. Dann brauche ich nicht mal nach hinten laufen, lass uns die mal nach vorne holen, oder? Genau, unsere charmanten Hostessen, die euch hoffentlich am Eingang vernünftig begrüßt haben. Und viele, die mich privat kennen, wissen, Ballerinas sind böse. Darum habe ich mir die mit ins High Heels besorgt. Und nochmal einen riesen Applaus für unsere charmanten Hostessen. Tja, dann möchte ich Cindy Berger nochmal ganz lieben Dank sagen. Ihr geht bitte zu ihr und gebt ihr auch einen Blumenstrauß, dass sie die Laudatio auf Dieter Thomas Heck gehalten hat. Das war der German DJ Award 2012. Habe ich was vergessen, Ole? Ja, du hast das vergessen. Wir haben hier eigentlich auch den Sofa zum Beispiel noch, die Anna-Maria Zimmermann. Natürlich auch hier einen Blumenstrauß. Dankeschön, dass du da warst. Auch dir Dankeschön, dass du performt hast. Wir freuen uns auf die neue Single und auf Host Chart Entry. In den Charts. Dankeschön, dass ihr da wart. Gina Lisa, es war uns eine große Ehre. Danke, dass du da warst. Guck mal, Blumenstrauß, wenn du wieder schießt, kannst du mal kurz auf die Bühne kommen?
Genau, unsere liebe Massagistin. Das hatte ich vor, Gina. Für Sie haben wir einen. Schnell, ich will schnell. Svenja. Svenja auf die Bühne und einen Applaus. Dankeschön für Svenja. So, ihr Lieben, das war's jetzt aber. Oder einen haben wir noch. Den haben wir noch. Nee, den haben wir ja, wenn Gina ihn abgegeben hat, oder? Ja? Ja. Nein. Also, Dirk will Feierabend machen, aber Feierabend ist noch lange nicht. Feierabend ist noch lange nicht, weil der BVB ist heute 30 geworden. Oder dieses Jahr 30 geworden. Wir gehen ins 31. Jahr, du hast es gerade selber gesagt. Mein lieber Vorstand, meine lieben Vorstandskollegen, komm auf die Bühne. So, nicht, dass das hier eine Two-Man-Show bleibt. Ohne die fünf Jungs wären wir nichts. Und ohne unseren Dirk, der 12 Jahre lang Präsident des BVD war, wäre der BVD auch lange nicht da, wo er jetzt ist. Deswegen, Dirk, herzlichen Dank für deine Arbeit in den letzten 12 Jahren. Und ich freue mich, den Job mit dir im 31. Jahr zu machen. Wir haben die letzten 30 Jahre gespart. Jedes Jahr 1 Euro zurückgelegt. Weil wir sind ein armer Verband. Wir sind ein armer Verband und wir haben jedes Jahr 1 Euro zurückgelegt, um dir die Hölle zu geben und die 31 Bundestagsverpflichtung und 31 Jahre noch zu starten, ja? So, und jetzt geht's auf der Aftershow-Party weiter. Wir haben ganz viele Künstler neben alle Madiaro. Ihr kommt da alle rein mit den Bändchen, die ihr von uns bekommen habt, am Einlass. Wir haben mal jede Menge Acts hier aufgelegt. Mr. Sean Baker ist auch in der Haushalte. Ich sage Dankeschön, dass ihr hier wart. Dankeschön an unsere Ehrengäste. Und wir hoffen, der Abend hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir feiern jetzt noch ein bisschen durch Nacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und alle an die Technik und ihr Service und alle, die heute arbeiten mussten, damit ihr Spaß habt. Ein Riesenapplaus. Dankeschön. Dankeschön. Das war der Chef, lieber Herr Konrad Köln. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch. Vielen, vielen Dank. Nach vorne!